Und dann braucht man immer drei Hände. Eine zum das Leuchtstück halten, eine zum die Abstützung machen und dann noch eine Hand zum Ziehen von der Unterflurzugsäge, um das Sägeblatt nach vorne zu bewegen. Hi Timo. Hey Lukas. Du hast die neue Tischkreissäge von Festool als Anwendungstechniker mitentwickelt. Genau, über die letzten 5,5 Jahre habe ich das Projekt als Anwendungstechniker betreuen dürfen und hatte jede Menge Spaß dabei. Dann würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lang rum. Ich will Späne fliegen sehen. Zeig mir doch mal, was die Maschine kann. Also gut, legen wir gleich los. Ich habe drei Anwendungen für uns vorbereitet. Okay. Reinstarten mit mir mit was für alle Schreiner eins der Top-Themen ist im Alltag mit der Tischkreissäge. Da geht es um Passleisten schneiden. Für die Küche zum Beispiel. Für die Küche zum Beispiel. Habe ich mal was mitgebracht. Wäre hier so ein Standardfall. Küchenunterschrank, yes. Blende, Wandanschluss. Worauf kommt es an? Wir wollen die Passblende einschneiden. Haben hier unseren Parallelanschlag, wo wir auf unser Maß einstellen können. Und jetzt kommen wir schon zu einer sehr wichtigen Sache an der Maschine. Wir können das Sägeblatt schwenken, Richtung Anschlag natürlich, bis 47 Grad. Und was wir auch integriert haben, ist, dass wir das Sägeblatt bis 10 Grad in die negative Richtung schwenken können. Gibt uns hier jetzt die Möglichkeit, dass wir unsere Passblende gleich am Anschlag rausschneiden können, mit einem Hinterschnitt und der guten Seite ausrissfrei oben. Perfekt, dann würde ich sagen, ich gehe aus dem Weg und du legst los. Also, unseren Presets auswählen, hier 34 mm Schnitthöhe und eben der negative Winkel von minus 10 Grad. Und wenn wir dann die persönliche Schutzausrüstung anhaben, dann kann es auch schon losgehen. Schauen wir uns die Kante an. Ich ziehe einfach mal die Folie ab. Zieh ab. Kannst du ruhig ran, nah ran mit der Kamera. Und man sieht auch recht schön, dass das Ganze hinterschnitten ist mit 10 Grad. Und dann zeige ich euch doch auch einfach mal, wie man jetzt hier einen Kappschnitt machen kann. Auch mit so einem langen Werkstück und unserer kleinen Säge. Dazu drehen wir die Säge ganz einfach auf dem Untergestell und können jetzt hier wieder unsere verbreiterte Auflagefläche nutzen. Wenn wir jetzt da einen Kappschnitt machen wollen, kann ich natürlich wunderbar hier meinen schönen Spielbeschlitten benutzen. Und legen wir gleich mal los. Ich gehe wieder außer Reichweite, du hast die Brille und los geht's. Sah aus wie eine Formatkreissäge. Und was mir aufgefallen ist, im Gegensatz zum normalen Bodenlegen mit einer Unterflursäge, du hattest eine Hand frei zum Schiebeschlitten benutzen. Das hast du gut gemerkt und wir haben uns tatsächlich in der Produktentwicklung überlegt, wollen wir, dass die Sustainer-Säge auch eine Unterflurzugsäge ist. Und ich meine, der klassische Fall ist der, man will hier zum Beispiel einen Winkel anschneiden,
stellt sich das ein, legt sein Werkstück drauf. Jetzt hast du hier eine Hand, willst da ziehen, dann ist der Fuß irgendwo da hinten. Das wollt man nicht. Und hier kannst du jetzt wirklich, ich zeige es dir einfach einmal kurz, Säge an, drauf. Ganz easy, ohne. Top, das ist wirklich interessant. Dankeschön. Ich bin hier in Weilheim. Du hast mich gerade schon durch eure Produktion geführt von der neuen Säge. Und jetzt will ich natürlich noch wissen, was du dazu zu sagen hast vor allem. Ja, ich als Produktmanager muss im Prinzip die ganzen Details niederschreiben, sodass die Konstruktion, das ganze Team, das da dahinter steht, dann auch arbeiten kann. Und das Wichtigste war eben von Anfang an, wir wollten eine kompakte Säge bauen, die im Sustainer ist, die wir im Turm transportieren können, die ins Fahrzeug passt, die eigentlich immer dabei ist, weil das ganze Zubehör einfach im Koffer dabei ist. Wir wollten einen Schiebeschlitten haben, der leichtgängig ist wie bei einer Formatsäge. Das kennt jeder Tischler von der Schreinerei, von der Werkstatt. Wir wollten die digital haben. Wir gehen in ein neues Zeitalter rein, wo wir auch sehr viele junge Schreiner dann gewinnen wollen. Und so ist die digitale Technik nicht nur eine Spielerei, sondern wir können auch wirklich auf Zehntels genau die Winkel und die Höhe einstellen. Das hat auch wirklich einen Mehrnutzen für den Tischler. Und das war uns super wichtig. Und um das mal kurz so ein bisschen praxisnah zu beobachten, man muss nicht mehr kurbeln. Genau. Und man hat eine Hand frei, wo man nicht die Unterflursäge bedienen muss, sondern den Schiebeschlitten einfach schieben kann. Das sind die praxisnahsten, würde ich sagen, Errungenschaften dieser Säge. Du hast mir vorher kurz erzählt, was so, als du noch als Schreiner tätig warst, dein Hauptaugenmerk war, wenn du mal Decken hochgemacht hast. Kannst du das bitte nochmal zeigen? Also ich habe auch eine Unterflurzugsäge gehabt. Natürlich haben wir früher viele Holzdecken hochgemacht. Und dann brauchte man immer drei Hände. Eine zum das Werkstück halten, eine zum die Abstützung machen und dann noch eine Hand zum Ziehen von der Unterflurzugsäge, um das Sägeblatt nach vorne zu bewegen. Das war mir immer unangenehm. Vor allem, wenn man dann Schrägschnitte hat, war das fast nicht zu bewerkstelligen. Man muss ja auch das Werkstück am Sägeblatt dann auch ausrichten. Dann hat immer eine Hand gefehlt. Und das war mir ganz wichtig, deswegen auf den Schiebeschlitten zu gehen, der leichtgängig ist, der genügend Kapazität hat und so eben diese ganze Anforderungen abdeckt. Wolfgang, vielen Dank. Das war super interessant und ich will jetzt einfach, glaube ich, sägen. Deswegen würde ich jetzt mal ausprobieren, was damit so geht, damit ich den Schreinern und Tischlern da draußen auch wirklich erzählen kann, wie das Ganze funktioniert. Also viel Spaß noch damit. Gell? Danke, bis mach's dann. Gut. Ciao.